Bei der Zeugnisverleihung für Absolventen an der Universität von Harare sitzt Robert Mugabe wieder auf der Bühne. Für den 93-jährigen Staatspräsidenten ist es der erste Auftritt nach der Machtübernahme des Militärs in Simbabwe. Die Armee hatte Mugabe am Mittwoch unter Hausarrest gestellt und strategisch wichtige Punkte in Harare besetzt. Dass es sich um einen Putsch handelt, bestreiten die Generäle. Dass Mugabe aber wieder in Amt und Würden kommt, erscheint undenkbar. In der Bevölkerung überwiegt die Erleichterung über die plötzlichen Veränderungen. So wie es jetzt aussieht, entwickeln sich die Dinge in die richtige Richtung. Das ist eigentlich längst überfällig. Das hätte schon 2004 passieren müssen. Wir erwarten, dass sich die Dinge jetzt verbessern, wirtschaftlich und sozial, und dass die Bürger jetzt selbst entscheiden können, wer ihr nächster Präsident sein soll. Ich bin froh über das, was die Armee gemacht hat. Wenigstens haben wir jetzt eine Zukunft für unsere Kinder. Mugabe beherrscht das Land seit 1980 und wollte zuletzt seine Ehefrau Grace als Nachfolgerin installieren. Dabei überwarf er sich aber offenbar mit der Armee.